So, willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen und Pupsi hat mal wieder was entdeckt und mir gezeigt. Ihr kennt doch alles sicherlich in diesen 5-Minuten-Terrinen, diesen Kartoffelstampf, Kartoffelbrei, wie auch immer man dazu sagt, Kartoffelpüree. Und jetzt haben wir was entdeckt von der Firma Pfanni. Gibt es nämlich hier diese netten kleinen Töpfe. Pfanni, orientalisch, der Kartoffelsnack. Richtig genial. Mit dem bekannten Chips-Geschmack. Kennt ihr die orientalischen Chips? Von welcher Sorte ist das? Chio? Orientalisch? Ich weiß es nicht normalerweise. Seit wann macht Pfanni denn Chips? Oder die haben sich an No Names einfach mal so gedacht, es gibt von vielen verschiedenen Sorten orientalisch und andere Geschmäcker. Hau mal einfach mal in unser Kartoffelpüree rein. Steht auf jeden Fall dabei, Deckel öffnen, mit kochendem Wasser bis zur Markierung aufgießen, sofort gründlich umrühren, Deckel wieder schließen, 3 Minuten ziehen lassen, kurz umrühren, guten Appetit. Aber das wäre ja unspektakulär, hier sind nämlich noch andere Sorten drauf. Die haben wir uns jetzt mal alle besorgt. Neben dem orientalischen gibt es nämlich auch Paprika, schön in Rot, wie man sieht. Also Paprika-Chips, nur als Kartoffelbrei zum Essen eben. Dann gibt es aber auch in Grün, den Sour Cream and Onion, also Sauerrahm und Zwiebeln. Und ganz besonders in Gelb oder in komischer Senffarbe Currywurstart, auch als Kartoffelpüree von Pfanni Currywurstart. Ich habe die alle so gemischt. Also in der Reihenfolge aufgestellt, wie ich sie probieren möchte, wie ich denke, wie sie am besten schmecken bei orientalisch. Das kann dem einen schmecken, dem anderen nicht. Ich habe euch das nochmal hier so vorbereitet. Orientalisch also. Seht ihr, wie das aussieht hier? Fertig in 3 Minuten. Die werde ich jetzt alle aufmachen. Überall einfach warmes Wasser drauf knüppeln. Schnell alle 4 umrühren und dann alle 4 essen. Das ist die nächste Challenge hier. Gönnt euch Pfanni. Orientalisch denke ich. Ist Geschmackssache, kann schmecken, kann nicht schmecken. Paprika ist halt so standardmäßig, ist ja die meistverkaufte Marke. Paprika-Chips gibt es ja überall, von jeder möglichen Firma, ob billig, ob teuer. Denke ich mal, Paprika-Kartoffelpüree ist eigentlich ganz annehmbar. Bei dem bin ich noch misstrauisch. Auf den freue ich mich besonders. So Cream and Onion, weil, weiß ich nicht, das ist einfach. Ich wurde noch nie enttäuscht, wenn ich irgendwas mit So Cream and Onion mir gegeben habe. Und da erwarte ich was richtig Geniales, Currywurstart. Das ist mein Favorit, aber der enttäuscht mich wahrscheinlich dann am meisten, weil da die Erwartungen auch am höchsten sind. Wir sind gespannt. Ich hau jetzt mal die Deckel ab, gieß da mal Wasser rein, komm dann gleich wieder beim Probieren mit allen 4 Töpfen und dann schauen wir mal, ob die Reihenfolge so zutrifft, wie ich es jetzt hier ausgewählt habe, oder ob im Endeffekt ein anderer das Rennen macht. Wie gesagt, orientalisch am wenigsten, Paprika als zweites, Sour Cream schon richtig genial und Currywurst macht das Rennen, hoffe ich, glaube ich aber nicht. Eigentlich hätte ich Currywurst gleich wegschmeißen können, weil der enttäuscht mich sowieso. Wir sind aber gespannt, wir melden uns gleich zurück. So, wir sind auf jeden Fall zurück. Die 4 Kartoffelpürees sind fertig. Mein T-Shirt habe ich jetzt auch vollgesaut. Richtig genial vom Umrühren. So sieht das Ganze also dann aus, wenn es fertig ist. Hier habt ihr also orientalisch. Hier habt ihr dann Paprika. Sieht man ja, ist orange statt gelb. Dann habt ihr so Cream and Onion und Currywurst. Der erste und der dritte sehen gleich aus, sowie der vierte und der zweite. Wir wollen jetzt aber mal probieren und für den Fall, dass es nicht schmeckt, habe ich mir noch was ganz Besonderes zum Abschluss ausgedacht. Hier der Löffel erstmal. Der erste orientalisch, wie gesagt. Wir nehmen mal einen kleinen Happen. Man kaut auf jeden Fall auf irgendwas dran rum, was noch ein bisschen Würze mit reinbringt. Schmeckt ganz gut, ist natürlich jetzt nicht so warm. Ich mache das nie mit kochendem Wasser. Ich mache immer den Wasserhahn auf heiß, halte das schnell drunter, rühre das um und dann esse ich es schnell, damit es überhaupt gar nicht kalt werden kann. Schmeckt eigentlich ganz interessant, ist aber irgendwie sehr trocken. Man sollte ja das Wasser nur bis zu dieser Linie machen.
Aber irgendwie ist das jetzt so frampfig und so extrem trocken, das hätte vielleicht noch ein bisschen mehr Wasser vertragen, keine Ahnung, aber dann bei mehr Wasser geht ja der Geschmack auch wieder weg. Also orientalisch merkt man schon, ist schon sehr würzig, aber auch sehr trocken. Normalerweise müsste ich jetzt erstmal was trinken, dass ich dann den Geschmack von der Paprika rauslese. Aber als nächstes natürlich Paprika, wo ich dachte, dass der besser wird, aber vielleicht hat orientalisch jetzt schon was vorgelegt. Hier also Paprika, wie es leibt und lebt. Gut, ich glaube, orientalisch ist auf jeden Fall würziger als Paprika. Bei dem würde ich gar nicht erkennen, dass das Paprika ist. Der schmeckt eigentlich fast wie ganz normaler Kartoffelstampf, wie ganz normales Püree. Geschmacklich ist mir das ein bisschen zu wenig. Ich mag es ja immer würzig, deswegen verschiebe ich jetzt mal die Reihenfolge. Bisher Paprika, also ganz unten, orientalisch, da geht schon mehr. Der dürfte natürlich dann auch abstinken, wenn es jetzt um Würze geht. Aber vielleicht erfrischt er einen auf andere besondere Art und Weise. Wir nehmen wieder einen Löffel von dem Sour Cream and Onion. Schmeckt auf jeden Fall so, wie es draufsteht, aber das hat irgendwie so eine säuerliche Note. Es ist ja auch Sour Cream, Ramses, Mann. Das ist doch klar, dass das sauer ist. Finde ich aber geschmacklich jetzt nicht so angenehm wie den orientalischen. Schmeckt ein bisschen muffig halt, aber ein bisschen nach Sour Cream. Es geht schon in die Richtung. Den würde ich jetzt, die Reihenfolge komplett durcheinander, den würde ich jetzt als erstes hintun. Durch diesen säuerlichen Geschmack. Bei Chips habt ihr das nicht, das ist eher so cremig natürlich. Cremig scharf, eben durch die Zwiebeln und durch die Sour Cream. Aber hier schmeckt ihr eher Sour raus statt Cream. Also Sour Cream jetzt schlechteste. Dann Paprika, weil es einfach normal schmeckt. Und orientalisch, weil es einfach schön würzig ist. Jetzt haben wir aber natürlich noch Currywurst. Der ist auch am wärmsten noch. Da habe ich nämlich als letztes das Wasser reingemacht. Sieht einfach aus hier wie Möhrenpüree. Hat zwischendurch kurz jetzt nach Hustenbonbon geschmeckt oder nach irgendwelchem Hustensaft. Aber der hat eine würzige Note, der hat auch irgendwie gleichzeitig eine süßliche Note. Der wirkt auch nicht ganz so trocken. Ich weiß nicht warum. Ich habe überall eigentlich die gleiche Menge Wasser reingemacht. Der auf jeden Fall nicht so staubig wie die anderen. Der lässt sich gut essen. Jetzt habe ich natürlich das Problem, wenn ich nur einen guten habe und drei schlechte und ich muss das alles essen, dann habe ich ja dreimal den Brettschiss und nur einmal kann ich mich freuen. Für die Würzung habe ich gedacht, habe ich mir noch hier diese schöne Flying Goose Soße, die heißt gar nicht Flying Goose, doch hier unten Flying Goose Brand mitgebracht. Die wollte ich draufpacken, falls was nicht würzig ist oder nicht scharf. Aber ich habe sogar noch eine bessere Idee. Ich nehme nämlich einfach die Schüssel und hauen alle vier in eine Schüssel und würzen das nochmal nach. Und dann ergibt das bestimmt einen richtig guten Geschmack. Zack. Genauso wie der Becher aussieht. So ist es jetzt hier reingefallen. Den Rest müssen wir gleich noch auskratzen. Machen hier den zweiten auch mal rein. Hater würden sagen, das ist doch Verschwendung oder das ist eklig. Aber es wird ja alles gegessen. Und man kann sich's doch so anrichten, wie man möchte. Sieht auf jeden Fall lustig aus. Jetzt der gute Currywurst. Und den tut's mir eigentlich schon ein bisschen leid. Aber der bringt wenigstens Frische mit. Guckt euch das an. Sieht das nicht genial aus? Ich muss mal kurz hier noch ein bisschen abkratzen. Nochmal die Frage an euch natürlich. Esst ihr gerne so Kartoffelpüree aus so Bechern, so fertigen? Gibt es ja welche, die sagen, sowas mögen sie überhaupt gar nicht. Und dann gibt es Leute, die sagen, boah, so als Zwischenmahlzeit esse ich das lieber als so ein Süppchen, weil die Suppe, die ist einfach immer zu flüssig. Und das ist ja eher Brei. Deswegen gibt es viele, die stehen da drauf. Ich finde das eigentlich gut.
Kommt halt immer auf die Sorte an. Und dass es halt dann nicht zu trocken ist. Wenn ihr dann eine ganze Staubfontäne esst, ist das halt auch nicht so prickelnd. Ich weiß gar nicht jetzt, ich glaube, die waren im Angebot. Oder sie waren einfach nur in der Werbung. Aber es muss nicht immer das teuerste sein. Funny ist ja eine bekannte Marke. Ihr könnt auch günstigere erwerben, die einfach auch einen guten Geschmack haben. Manchmal sogar mehr Geschmack als jetzt die Funny-Sachen. Denn von den drei Funny-Sachen hat mich ja eigentlich nur eins wirklich überzeugt. Die anderen waren eher so Standard. Es gibt so viele, aber von Maggi da mit Röstzwiebeln. Obwohl Maggi ist ja auch jetzt wieder eine Marke. Ich habe jetzt auf jeden Fall alles mal zusammen gemacht. In die Schüssel. Sieht jetzt so aus erstmal. Richtig brutal. Das werden wir jetzt ein bisschen vermischen. Und dann können wir auch ein bisschen von der Soße noch drauf machen, dass das scharf wird. Ich halte das mal jetzt hoch. Werden wir das vermischen. Ich sehe das hier. Können wir einen schönen Kartoffelsalat machen. Wenn man nichts im Haus hat, wenn man Hunger hat, muss man halt eben ein bisschen erfinderisch sein. Tut sich das Ganze hier mal zusammen mehren. Da freue ich mich schon drauf. Und damit es eben noch ein bisschen würziger ist, können wir auch schön die Flying Goose Soße hinterher machen. Hier zack, da ein bisschen drauf und hier drüben und da vorne. So sieht das auch schon besser aus. Ramses Kitchen, ganz genial. Sieht jetzt aus wie Ketchup, ist es aber nicht. Das ist Chili Soße natürlich. Jetzt sieht es aus wie Pframpf. Steht ja auch auf Pframpf. Schreibt es mal in die Kommentare. Jetzt muss ich es natürlich nochmal rummachen. Eigentlich hätte ich erst die Soße drauf machen müssen und dann rumrühren. Das wäre irgendwie sinnvoller gewesen, als es jetzt zweimal rumzurühren. Ist aber ganz cool, was man so machen kann, was man so alles findet. Habe ich noch nie gesehen. Die lassen sich halt immer was Neues einfallen. War jetzt also an die verschiedenen Chips-Geschmäcker, an die verschiedenen Chips-Sorten angelegt. Die Geschmäcker, die Funny-Produkte gerade hatten. Ich bin gespannt, wie es jetzt noch schmeckt, ob man damit jetzt was anfangen kann. Wir nehmen uns hier mal einen Löffel raus und sieht das nicht köstlich aus? Jetzt ist es nicht ganz so orange wie vorhin, aber eben ein bisschen gelber noch dazu, dadurch ein bisschen heller. Riecht nach nichts. Brennt auf jeden Fall auf der Zunge. Habe ich gleich wieder einen ganz roten Mund. Das ist auf jeden Fall würzig, das ist auf jeden Fall scharf, so mag ich's. Und ihr habt die verschiedenen Geschmäcker zu einem großen Brei zusammengepfropft. Da war wieder das von dem Orientalischen. Diese kleinen Kräuter, die da drin sind, wo ihr drauf beißt, die nochmal Geschmack entfalten. Ich find's gut. Ich glaube wirklich, wenn ich die einzeln gegessen hätte, wären die nicht so toll gewesen. Aber so zusammengemacht, die ganzen Geschmäcker, so eine Geschmacksvielfalt. War wieder mal eine gute Entscheidung. Immer experimentieren. Lebt nur einmal, dafür gibt es Essen. Guckt euch das an. Sieht doch richtig gut aus, als ob es das so zu kaufen gäbe. Wenn es nicht so pframpfig aussehen würde. Das war es auf jeden Fall von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.